Willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns mal das böse Gluten an. Ist es sinnvoll, darauf zu verzichten oder etwa nicht? Das Wort Gluten löst bei vielen Menschen schon eine Angst aus, dass sie das unbedingt vermeiden müssen, weil es natürlich eine geringe Prozentzahl an Menschen gibt, die glutenunverträglich sind. Aber macht es Sinn, darauf zu verzichten? Hat das Ganze jetzt gesundheitliche Vorteile? Und sind diese ganzen Versprechungen, die oft gemacht werden, natürlich auch von der Industrie, die natürlich glutenfreie Lebensmittel verkaufen, sind die dann auch richtig oder nicht? Es gibt verschiedene Beiträge auch im Fernsehen, die sich mit diesen glutenfreien Produkten mal beschäftigen, wo die Hersteller natürlich einfach sagen, ja, wenn die Leute das nachfragen, dann stellen wir das natürlich auch her und verkaufen das ganze Zeug natürlich auch. Also ist das nur ein Marketing-Gag oder ist da wirklich was dran? Oder könnte es vielleicht an anderen Dingen liegen, an die man vielleicht jetzt noch nicht gedacht hat? Und so haben wir hier eine dänische Studie an 60 Probanden, die dann über 2x8 Wochen Crossover, also die haben dann eben beides gemacht, einmal 2 Gramm Gluten in ihrer Ernährung hatten und einmal 18 Gramm Gluten in ihrer Ernährung. Nach 6 Wochen hat man dann so eine 6 Wochen Washout-Periode, wo sie halt zwischen den beiden Versuchen ganz normal ihre Ernährung gemacht haben mit 12 Gramm Gluten und hat sie dann eben in die andere Gruppe gesteckt. Und man hat dann eben geschaut, wie sieht es aus mit den Darmbakterien zum Beispiel, wie geht es den Leuten, haben sie Blähungen und sowas, was natürlich für uns dann sehr wichtig ist. Was man natürlich bei solchen Studien dann immer genau anschauen sollte und beachten sollte, ist, haben die beide gleich viele Kalorien zum Beispiel bekommen? Und gerade wenn man dann eben auf glutenfreie Lebensmittel oder eine glutenfreie Ernährung umswitcht, wie sieht es denn aus mit den Ballaststoffen zum Beispiel? Ist das in den beiden Gruppen jetzt gleich gewesen? Und darauf hat man hier eben geachtet, dass alles das gleich ist, dass die Makronährstoffverteilung, dass die Kalorien, dass die Ballaststoffe, dass die eben in beiden Gruppen gleich ist, damit man wirklich nur diesen einen Faktor Gluten hat, der dann eben entsprechend in diesen beiden Gruppen unterschiedlich ist. Natürlich auch immer sehr schwierig, umso kleiner die Gruppe ist, umso mehr Störfaktoren kann es da geben, dass dann der eine dann sich doch nicht so an den Ernährungsplan gehalten hat. Solche Dinge, gerade über die lange Zeit von 8 Wochen, ist natürlich alles möglich, aber hier hat man eben darauf geachtet. Interessant war aber, und das ist der entscheidende Punkt, dass nicht auch das Gluten unterschiedlich war, sondern natürlich zwangsläufig auch die Nahrungsmittel, klar. Und dass damit einhergehend die Ballaststoffart unterschiedlich war. Das heißt, hier wäre ein Faktor, wo Leute, die Probleme haben mit glutenhaltigen Lebensmitteln, auch mal drauf schauen sollten, dass eventuell die Ballaststoffe da drin das Problem sind, die Art der Ballaststoffe. Es gab nämlich auch andere Studien, die das Ganze schon untersucht haben, wo eben gezeigt wurde, dass eine glutenfreie Ernährung Vorteile bei Darmerkrankungen, Entzündungen zum Beispiel dann eben auch bringen kann, dass dann eben trotzdem, dass eben nur 1-3% der Leute, der Bevölkerung wirklich glutenintolerant sind, trotzdem Vorteile eben dann bestehen. Und deshalb wollte man eben auch genauer wissen, liegt es jetzt am Gluten selber oder vielleicht noch an anderen Dingen. Und jetzt hat man eben auch noch einen anderen Faktor festgestellt, wenn man Gluten eben rauslässt. Und zwar ist es so, dass die unterschiedlichen Ballaststoffe, die wir haben in den Lebensmitteln, auch unterschiedlich auf die Darmbakterien wirken. Die Gruppe, die jetzt weniger Gluten drin hatte, die hatten gleichzeitig weniger Fructooligosaccharide zum Beispiel drin und Mannitol, Sorbitol, solche Dinge, hatten aber auch mehr Laktose zum Beispiel drin. Und das sind eben auch Ballaststoffe, die bei Menschen eben auch Probleme verursachen können. Ihr kennt es zum Beispiel, Mannitol, wie es auch immer genannt wird, gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Wenn ihr einen zuckerfreien Riegel zum Beispiel habt und ihr esst diesen ganzen Riegel, dann kriegt ihr erstmal richtig Blähungen. Und ähnliches kann eben dann auch passieren, wenn ihr Lebensmittel zu euch nehmt, die eventuell mehr von diesen Ballaststoffen enthalten, die dann diese Blähungen bei euch verursachen. Und das wurde eben auch hier gezeigt, dass dann diese Ballaststoffe gleichzeitig mit einer glutenärmeren Ernährung auch weniger vorhanden waren. Und jetzt kann man natürlich nicht unbedingt sagen, okay, es war jetzt nur das Gluten, sondern es könnte definitiv auch an diesen Ballaststoffen gelegen haben, dass es den Leuten eben besser geht. Also Fakt ist, dass es den Leuten, wenn sie jetzt Brot austauschen mit Gemüse zum Beispiel, dass es denen dann einfach deutlich besser geht, was eben an den Ballaststoffen liegen kann.
Und deshalb macht es vielleicht auch für Leute, die Probleme haben, entzündliche Darmkrankheiten oder ähnliches haben, macht es wahrscheinlich Sinn, generell die Ballaststoffe vielleicht mal ein bisschen runterzufahren, um den Darm eben so ein bisschen zu beruhigen, was diese Vergärung und Verarbeitung der Ballaststoffe betrifft. Und dann eventuell natürlich auch diese Lebensmittel rauszustreichen, die solche Sachen wie Brot, Hülsenfrüchte oder ähnliches sind, um eben da dem Darm ein bisschen Zeit geben, sich zu regenerieren. Vor allem, weil glutenfrei nicht immer bedeutet, dass es automatisch gesund ist, weil viele glutenfreie Lebensmittel sind eben noch stärker verarbeitet und nährstoffarmer. Wenn wir uns dann eben mal angucken, so ein glutenfreies Brot, was dann eben auch nur noch so ein Weißbrot ist im Endeffekt, da ist nicht mehr viel mit drin und Vollkorn und so dann meistens sowieso nicht, weil die Ballaststoffe da natürlich auch alle mit raus sind. Und deshalb solltet ihr euch das überlegen, eben keine glutenfreien Produkte zu kaufen, wenn ihr Angst vor Gluten oder den Ballaststoffen habt, sondern einfach mal eure Lebensmittelauswahl generell ein bisschen umzuzwitschen und hier mal neue Dinge auszuprobieren oder die Ballaststoffe einfach generell mal für ein, zwei Wochen komplett rauslassen, gucken, was passiert mit dem Körper. Liegt es an den Ballaststoffen, dass ich diese Probleme habe oder woran liegt es dann am Ende wirklich? Ihr könnt natürlich auch selber kleine Versuche machen, indem ihr dann, was weiß ich, so einen Riegel, so einen zuckerfreien Riegel mit Maltitsirup oder ähnliches dann einfach mal nehmt. Guckt, ab welcher Menge kriegt ihr dann eben Probleme, wann kommen die Blähungen, wann fühlt ihr euch aufgebläht. Dann einfach mal verschiedene Lebensmittel immer wieder einführt und guckt, wann treten diese Probleme auf. Das wäre eine Sache, um das Ganze herauszufinden. Für euch soll das auf jeden Fall bedeuten, glutenfrei muss nicht immer gesund sein, weil es kann eben auch an diesen Ballaststoffen liegen und es muss nicht das Gluten selber sein, was die Probleme verursacht. Natürlich, einige Leute sind definitiv glutenintolerant, die haben dann eben Probleme damit und es kann natürlich auch Menschen geben, die mit einer größeren Menge an Gluten auch Probleme haben, aber hier wurde eben auch gezeigt, dass es an den Ballaststoffen selber liegen kann. Für euch die Info deshalb hier. Sehr interessant, hoffentlich, dass es eben nicht nur ein Bösewicht gibt, sondern es kann verschiedene Ursachen haben. Wenn ihr mich unterstützen wollt mit den Videos, schaut in die Videobeschreibung, Daumen nach oben nicht vergessen, Kommentare unten rein, ob ihr Probleme hattet mit Gluten, glutenhaltigen Lebensmitteln, ballaststoffreichen Lebensmitteln, wann ist das bei euch besser geworden, hat sich euer Körper, euer Darm dran gewöhnt oder ist es nie besser geworden und deshalb schaue ich mir das gerne an und diskutiere dann auch gerne in den Kommentaren mit euch. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann.